Lächeln. Herzlich willkommen auf den deutsch-russischen Festtagen in Berlin-Karlshorst, der Trabrennbahn Karlshorst. Natalia und ich werden hier zu Gast sein. Добро пожаловать на русско-немецкие праздничные дни в Колхозе, которые будут приходить сегодня, завтра и воскресенье. Добро пожаловать! Здесь у вас есть возможность познакомиться с замечательными русскими, немецкими культурными деятелями, посетить великолепные места. Тут много всего интересного. Вы можете узнать о русской культуре, в частности, немецкой тоже. Добро пожаловать! Приходите! Ja, wir haben es gehört, von Freitag bis Sonntag finden hier zahlreiche Veranstaltungen zum deutsch-russischen Kulturaustausch statt, wie Jazzfestival, Familienfestival, zahlreiche Lesungen und Einzelkünstler werden hier auftreten. Und Natalia und ich, wir stürzen uns jetzt hier ins Getümmel. Da ist mir nicht gelungen, wohin die Weiß. Jetzt befindet uns am schönen, sehr schönen Platz. Hier sind so viele Kinder, malende Kinder. Es ist aber schön. Was für ein Müll haben sie heute gemalt? Kann man hier alles anschauen. Und es ist ihre Kunstlehrer. Und können Sie wieder sagen, wie heißen Sie? Ich bin Wladislav Zaitsev. Ich komme aus St. Petersburg. Und ich gerne das freie Zeit da arbeiten mit Kindern, zeigen, wie das funktioniert auf großem Format. Kannst du Kinder auf großem Format jetzt deine Idee realisieren? Das ist wunderschön. Was malen die Kinder? Sie haben selber erfunden, sie haben eigene Idee realisiert hier. Die Kinder hat immer das Idee, das volle Idee, nur brauche ich Hilfe. Okay. Dass die Komposition in Format und wie groß und die Proportion, das ist immer das brauche, aber sie hat volle Idee. На этом немецком празднике также есть спортивная арена, где есть возможность у детей побегать, попрыгать, поиграть в футбол и даже выиграть приз. Die Sportarena ist dieses Jahr ganz in Blau gehalten und hier können Sie ganz zum Thema Fußball sich verausgaben, herumspielen, herumtoben, mit dem Ball schießen und Tore schießen. Ja, also hier wird reichlich angeboten. Wir haben heute schon Sambo gehabt, eine russische Kampfsportart, die eigentlich unbekannt ist in Deutschland, aber mittlerweile auch schon immer populärer wird. Wir haben morgen zum Beispiel Boxen. Wir haben heute mit Gazprom Sport haben wir hier unsere Torwand. Wir haben eine Geschwindigkeitsmessanlage. Da haben wir heute junge Burschen, die sind 15 Jahre alt, die haben sagenhafte 105 Kilometer geschafft. Also es ist alles möglich hier. Wir haben für die Kinder einiges angeboten. Es ist Volleyball. Der Köpenicker Verein hat sich hier präsentiert. Der ist da. Wir haben Leckereien. Was also beim Sport braucht. Man muss ja was essen und trinken. Von daher denken wir dran. Es geht nicht ohne Essen und Trinken, aber sportlich wird hier reichlich geboten. Сейчас с нами находится господин Руди из команды Шальке. Он является представителем команды Шальке. И он рассказал, какие будут замечательные события происходить в этом спортивном месте. Завтра здесь приедет Аксель Шульц и будут выступать два российских боксера. И здесь также будет проходить очень много спортивных мероприятий. Добро пожаловать, приходите поиграть в футбол. Руди. Господин Руди. Nun sind wir zu Gast bei einer Russischlehrerin, genauer gesagt einer Direktorin, unter deren Fittichen man vom Krippenalter bis in die Schule die russische Sprache erlernen kann, hier in Lichtenberg. Denn die russische Sprache ist als Sprache zum Lernen deutlich wieder angesagt. Jetzt bin ich bei unserem Rundgang bei einer Institution angelangt, bei der man die russische Sprache lernen kann. Neben mir steht die Schulleiterin der Lev Tolstoi Grundschule und Sie haben einen regelrechten Andrang. Ja, mein Name ist Magina Bleil, ich bin die Schulleiterin der Lev Tolstoi Grundschule und wir stellen heute hier das Netzwerk, wie Sie hier lesen können, Lichtenberger Netzwerk für bilinguale deutsch-russische Bildung und Kultur statt. Vor und
Wir beginnen mit der Kita im Römerweg, dann kommen die Kinder zu uns in die Lev-Tolstoi-Schule, wo sie sowohl Russisch als auch Deutsch lernen. Russisch ist logischerweise in Russisch, Sachkunde in Russisch, Sportkunst und Musik in der russischen Sprache und in der 5. Klasse Geschichte, Erdkunde und Naturwissenschaften auch in Russisch. Wir sind ein gebundener Ganztag, das heißt, dass die Kinder von 8 bis 16 Uhr an unserer Schule lernen und neben dem normalen Unterricht auch betreut werden. Wir haben russische Kollegen, Muttersprachler, die Russisch unterrichten und auch Erzieher mit russischer Herkunft. Nun haben Sie uns noch gar nichts über die Zahlen gesagt. Erlebt denn die russische Sprache in Berlin ein Revival oder ist es eine Kontinuität? Ja, wir machen kleine Tests, Aufnahmetests, weil alles in Russisch in der ersten Klasse schon und Sachkunde. Und Sie können sich sicherlich vorstellen, dass das nicht so einfach ist. Und gewisse Voraussetzungen müssen schon vorhanden sein, dass die Kinder verstehen. Deshalb also die Zusammenarbeit mit der Kita, wo es auch russischsprachige Gruppen gibt und die Kinder schon vorbereitet werden auf den Unterricht und auf die weitere Laufbahn. Und wie viele Schüler sind an Ihrer Schule? 500. 500? Ja. Ja, dann. Und in unserer Schule ist also steigende Anzahl. Wir haben mehr Bewerber, als wir aufnehmen können. Was sind denn so die Hauptgruppe? Ist es eher, dass Muttersprachler zu Ihnen kommen oder gibt es denn viele deutsche Muttersprachler, die diese Chancen ergreifen? Viele russische Muttersprachler, das heißt, dass die Eltern in Mischehen halt leben. So dass Mutti Russin ist oder der Vati oder beide auch. Na dann noch viel Lernerfolge wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Видеть глаза твои, слышать твой голос, чувствовать вновь тепло твое. Мой день настал, ты предо мной. Я снова вижу огни Парижа. Прохожу по улицам Монмартра до зари. Снова вижу, так это солнце крыши, я вновь с тобой, мой старый друг Zum Schluss kommen wir nun zum Thema Reisen, denn hier sind einige der wichtigen Anbieter vertreten, mit denen man von hier, von Deutschland aus nach Russland fahren kann, das Land erkunden kann und wie wir sehen werden, Zahlen können sich deutlich sehen lassen. Нам сегодня повезло, мы встретили замечательного человека, который родился и вырос в Сибири и организовал в Потсдаме райзе-бюро поездки, куда он организовывает, это Эльбрус, Байкал. То есть замечательные места, и кто романтик, и кто еще хочет увидеть то, что вы не видели в своей жизни, обязательно вы увидите сегодня в этой передаче. Auf unserem Rundgang sind wir nun bei dem Thema angelangt, das für viele das erste Thema, wenn sie sich mit fremden Ländern beschäftigen, ist, nämlich beim Thema Reisen. Und neben mir steht einer der Anbieter, die hier vertreten sind und der sich besonders den Naturreisen gewidmet hat. Ja, wir bieten die Reisen für Bergsteiger, für Naturfreunde. Das sind die Reisen nach Russland, vom Elbrus und bis nach Kamtschatka. Alle bekannte und schönste Orte Russland, Elbrus, Altai, Belucha, Baikal, Kamtschatka und auch ehemalige Sowjetunion in Kirgisien und in Usbekistan, bis Lenin, Han Tengri und diese Berggebiete, Fangebirge auch. Der Strom der Reisenden nach Russland in die Gebiete der ehemaligen Sowjetunion auch erweitert, ist der ungebrochen? Ungebrochen und deutlich. Vom Jahr zu Jahr sind immer mehr ausländische Touristen, die nach Russland kommen. Und die Natur, sagten Sie mir vorhin im Vorgespräch, die ist nach wie vor dieselbe. Ja, die Natur ist genau dieselbe, genauso schön. Was anders ist, verglichen zu der Sowjetzeit, das ist der Service. Der ist wirklich jetzt auf dem sehr guten Niveau und das lockt noch mehr Menschen an. Ja, dann danke ich für meinen Teil und übergebe mal an meine Kollegin. Und сейчас для наших русскоговорящих зрителей, я, которые еще остаются последними романтиками, я желаю посетить это замечательное место и поближе познакомиться с владельцами этого замечательного райзе-бюро, пожалуйста.
Ich bin Alexis Pasalidis, geboren und aufgewachsen im Kaukasus am Fuß des Elbrus. Поэтому я могу дальше продолжать по-русски. Я уже больше 20 лет живу в Германии и являюсь владельцем фирмы Elbrus Reisen. Мы организовываем путешествия для немецких и европейских туристов в самые красивые и самые известные природные места России. Это Эльбрус на Кавказе, Белуха, Алтай, Памир, Пиклянин, Хантенгри, на Тяньшане. Конечно, знаменитое озеро Байкал и еще до недавнего времени почти недостигаемая Камчатка. Das waren unsere Impressionen von den deutsch-russischen Festtagen, die Sie hier noch bis zum Sonntag erwarten, mit Kulinarik, mit Bildung, mit viel russischer Sprache und Sport. Und Natalia? Und наши дорогие русскоговорящие зрители, вы можете, у вас есть возможность посетить еще это замечательное немецко-русское праздничные дни. Еще два дня у вас осталось. Не упускайте момента, приходите, вам понравится.